Nein. Oh, das war ja richtig knapp. Okay, hier müssen wir wohl noch ein bisschen aufklotzen, würde ich sagen. Sein viele Kurven, Schrägen, was ich was. Tipps und Tricks immer gern gesehen. Das erfreut mein Herz. Und ja, schaut mal auf meiner Kanalseite vorbei, wenn ihr lustig seid. Einfach oben links die Anmerkung klicken. Ja, wie ihr möchtet. Oder mal das Video mit dem Daumen nach oben bewerten, wenn euch die Folge besonders gut gefällt. Ja, darauf trinke ich einen Schluck. Und hier ist auf jeden Fall die Frequenz ist ja mega hoch, also das ist sehr gut. Nur eine Sache passt nicht. Sag mir nicht, dass sie zu heftig ist. Komm schon. Sag mir, wie sie ist. Komm schon. Wie ist die Bahn? Ah, hier fahren die Wagen nonstop, aber mir wird nicht gesagt, wie die Bahn ist. Ist sie jetzt not yet available? Doch, zeig mir, du bist doch schon einmal rumgefahren. Zeige es mir. Medium, very high. Ah, das ist kritisch an sich. Aber ist egal, hier ist unsere Achterbahn, da kriegen wir das hin. Und ich hoffe jetzt, Momentchen. Zoe, da bin ich wieder. Ich habe nur mal ganz schnell nachgeschaut, weil ich aus Versehen auf Umbenennen geklickt habe. Ihr seht das immer nicht. Und ich will nicht, dass das Spiel mir dann abkackt. Das wäre nämlich sehr, sehr ärgerlich. Also, das wäre überhaupt nicht schön. So, und ich baue jetzt stattdessen einfach mal den Weg dann hier so auch rein. Denn ich muss ja meinem Prinzip treu bleiben. Und zwar, dass die Leute am Eingang einsteigen müssen. Einfach mal go. Ah, oh, der erste Kampf. Ah, da kommt niemand für lau rein. Das ist doch wohl klar. Na, boah. Der findet es zu extrem. Aber die manche gehen da rein. Ja, da gehen auf jeden Fall genug rein. Komm schon. Ist doch nicht so schlimm. Vielleicht ist es besser, wenn man das im Zug macht. Und das verändert ja häufig die Situation. Mal hier. Also nur 7 Cars. Da muss geschlossen sein, okay. 7 Cars. Hätte ich schon 6 gehabt. 2. 4. Ach, das geht nicht mehr. 8 Einser. Vielleicht schauen wir mal, so ist das vielleicht dann so nicht so extrem. Wenn das nur Einser sind. Bin ja mal gespannt. Ich glaube, der erste ist schon losgedüst. Jawohl, dann kann man jetzt hier auch Play machen. Dass die Leute jetzt wieder rein können. Und wer traut sich in die Achterbahn? Nanu, Nanu. Wer traut sich? Wer traut sich? Wer traut sich von den jungen Männern? Zack. An sich ist die Frequenz ja hoch genug. Dass da Leute sozusagen fahren können. Ich hoffe einfach nur, dass es. Oh, die Leute finden den Eintrittspreis wieder zu günstig. Das ist sehr, das kommt. Das spielt mir sehr zu. 2,50, das sollte jetzt aber auch schon reichen. Oh, ich habe einen Preis bekommen. Der beste, also der ausgeglichenste Park im gesamten Land, also mit den meisten Angeboten von allem möglichen. So, und jetzt komm schon, was ist die maximale Geschwindigkeit? Komm schon. Nicht very high, nicht very high. Komm, verarsch mich nicht. In der Zeit schaue ich einfach mal hier unten. Wie ist unser Parkbestand schon? Oh, bei 17.800. Die Map werden wir auf jeden Fall noch in dieser Aufnahme zu Ende spielen. Und dann werde ich durchlaufen lassen. Weil hier ist ja wirklich nur der Parkwert entscheidend. Medium, medium, low. Auf einmal gefällt denn die nicht mehr. Aber ich habe sowieso jetzt wieder Cash. Also, ja, jetzt wollten sie auf einmal alle rein wieder. Also, habt ihr die Geier gesehen? Habt ihr die Geier gesehen, wie sie reingelunzt haben? Oh, jetzt ist er auf einmal nur Medium. Oh, da bin ich auf einmal am Start. Ja, das ist klar. Das habe ich mir schon gedacht, aber
Und ich finde das so geil. Guckt euch an, wie schön man hier bauen kann, wenn man einfach solche nach oben führenden Dinger machen kann. Ich finde das einfach nur toll. Also, mir gefällt das so gut. So. Da muss dann... Habe ich dann zu weit gemacht. So. So. Excitement Rate ist nicht hoch genug. Ich werde denen zeigen, was nicht hoch genug ist. Die werden schon sehen. So, 10. Dann gehen wir mal hier wieder lang. Na, Excitement Rate immer noch nicht so hoch, oder was? Okay, da komme ich nicht durch. Aber jetzt komme ich da auf einmal ohne Probleme durch. So, Bäume weg, blockieren nur. Zack, hier kann man wieder ein nach oben oder zwei nach oben. Wieder zwei entspannt drunter. Wir sind nicht auf der gleichen Höhe wie dort. Jetzt aber schon. So, jetzt aber schon. Okay, da bin ich jetzt falsch. Ich glaube, da muss ich noch tiefer. Oh, und da komme ich gar nicht ran. Machen wir das so. Zack, dann bin ich direkt auf 8. Dann kann ich hier nämlich so rum. Hier nochmal so rum. Boah, das wird einfach nur geil. Das wird einfach nur sehr geil. Das wird einfach nur super geil. Zack. Wem der Park jetzt noch nicht gefällt oder wem diese Attraktion jetzt noch nicht gefällt, der hat echt irgendwas, was weiß ich was. Tja, wie wir das ausgebaut haben. Das lässt sich ja beliebig lange weiterführen. Ich mache jetzt auch mal Play. In der Hoffnung, es geht ja los. Oder den ersten machen wir so. Ja, dann fährt er wenigstens schon mal los. Und dadurch lässt sich halt der Parkwert auch so extrem schnell steigern. Bei 17.800, ich meine, das geht ja immer zügiger. Hä, der kann auch hier absinken, oder habe ich das falsch gesehen? Ja, so, aber... Ach so, wir sind ja jetzt hier. Okay, diesen Streckenabschnitt kennen wir. Da vorne fährt er. Zack. Oh, da ist er ganz knapp nur drüber gekommen. 21 in der Hoffnung, dass er auch die anderen meistert. So, und... Okay, hier, das schafft er nicht. Zack. So. Ich glaube, dann schafft er das da auch nicht. So. Wollen wir aber nicht gleich ganz übertreiben. So, genau. Jetzt nochmal, damit der erste Wagen losfährt. Los, Wagen Nummer 1, go! Und dann jetzt Play. Oder wir machen erstmal hier auf Stopp. Nicht, dass hier uns die Leute einfach so reinlaufen. So. In der Hoffnung. Also hier sollte er es schaffen. Dann hier kommt er auch hoch. Ja, und ab dann... Ah, dann sollte er es wirklich schaffen. Vielleicht hier diese lange Strecke nach oben an der Kante noch. Oh, wieso fährt noch der zweite Wagen mit? Muss ich ja sogar die Stopptaste gedrückt halten. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich ein Unglück. Zack, jetzt erstmal hoch. Genau. Jawohl. Auch nochmal hoch. Dann fährt der Mann da ganz langsam. Boah, wie lah die sich auf der Pelle sind. Vielleicht sollte ich da dann doch lieber 5 Sekunden einstellen. Nicht, dass die uns hier alle nacheinander fahren. Weil das könnte ja tödlich sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jawohl, auf 25 beschleunigt. Hier bei der geraden Strecke wird er jetzt langsam. Und kommt er hier hoch? Nein, oh, das war ja richtig knapp. Okay, hier müssen wir wohl noch ein bisschen aufklotzen, würde ich sagen. Die Underground View machen wir mal weg.
Nee, so. Zack, zack, zack. Genau, ich will das so sehen. So. Okay, das ist zu viel. Aber so kann ich das machen. Hier schauen, können wir mal schauen, was da los ist. 21 wollen wir landen. Kriegen wir die Punktlandung hin? Nee. Aber so. Und das sollte jetzt auf jeden Fall genug Speed bieten. Ich mache mal einen kleinen Spaß einfach nur und schau mal. Was passiert eigentlich, wenn ich nur eine Sekunde mache? Aber nur das Jux von dann. Alle Wagen hintereinander. Das werden wir jetzt herausfinden. So, der Wagen 1 ist auf jeden Fall gestartet. Und ich bin gespannt. Oh ja, die rücken sich wirklich nah auf der Pelle. Aber das sollte ja eigentlich kein Thema sein. So, zack. Zack. Hoho. Aber das sieht cool aus, wenn so viele Wagen hier fahren. Also ein bisschen so Kuggelmuggelmäßig. Na gut, hier nach oben. Zack. Ich hoffe, das zieht die Excitement Rate nicht nach unten. So. Ab nach oben. Hier wird er hochgezogen wieder. Zack. Und dann geht es hier auf jeden Fall richtig bergab. Ich hoffe, das ist nicht zu extrem hier mit der Kurve gleich, wo der runterdüst. Und ab nach unten. Boah. 40 km/h fast. Zack. Zack. Oh, und ich glaube, hier wird das wieder eng. Komm. Och, nö, der schafft das ja wirklich nicht. Der kriegt das tatsächlich nicht hin, also. Der kriegt das tatsächlich nicht hin. So, aber hier kann ich nicht mehr machen. Ich sage, go. 5 Sekunden sind hier genau richtig. Und ja, der Preis ist eingestellt. Boah! Guckt euch diesen Waagelustigen an. Der zieht einfach durch. Der zieht einfach durch. Und wie schaut unsere Parkbewertung aus? Noch bei 17.000? Oder ist es gestiegen? Oder 16.000 irgendwas? Keine Ahnung. Jawohl, da fährt das erste Teil. Wir sammeln oder wir bekommen die ganze Zeit neue Attraktionen. Hui, guckt euch das an. Was haben wir hier noch? Oh, das Labyrinth. Sexy Maxi, sage ich dazu nur. Ich will aber wissen, wie den Leuten das gefällt hier. Die Leute gehen einfach rein, ohne zu wissen, was das ist. Die Leute gehen da einfach rein. Was sind das für kranke Säcke? Wenn ich nicht wüsste, okay, man müsste schauen, ob die sicher ist, aber das ist ja noch nicht mal gesagt, dass die sicher ist. Da könnten solche Fliehkräfte wirken, dass man wurscht einfach wegfliegt. Aber nein, den Leuten ist das egal. Die wollen einfach auf ein schnelles Gefährt. Oh, und da fahren schon die Ersten. Jawohl. Zack, zack, zack. Aber das sieht ja auch schon bombastisch aus, also dafür, dass die noch unter der Erde ein bisschen ist, also das ist eine super Bahn geworden. Eine richtige Superbahn. Komm schon, jetzt zeig mir, was hier los ist. Zeig mir, was hier los ist. Ist die high? Ist die very high? Komm, Excitement Rate müsste jetzt mal hoch sein. Jawohl, very high, very high, high. Ja! Genau das, was ich wollte. Rein da! Bing, 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 da klingelt die Kasse. 2,50. Ohoho! Die Leute kommen rein! Na, 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 die Leute kommen rein. Yeah! Hier kommen auf jeden Fall nur Bänke hin. Weil die Leute sich auf jeden Fall hinsetzen müssen danach, würde ich mal sagen. Die müssen sich hinsetzen. Ich schau mal, was gibt's denn hier? Der Demon Drop. Ich glaube, ich baue mal zur Abwechslung was Vorgefertigtes. Ich meine, das lässt sich ja super schnell machen.